Hallo und recht herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und es ist soweit, Patch 9.22 ist heraus und damit gibt's ein neues fettes Gerät auf Seiten der Russen, und zwar das Objekt 705A. Ja, für den Heavy sehr ungewöhnlich ist der hinten liegende Turm. Ansonsten optisch ein ganz geiles Teil eigentlich. Man könnte, wie gesagt, meinen, das ist vorne, wenn man den Turm einfach umdreht. Aber ne, hier sind wir richtig. Mal auf die Stats zu gehen. Hier 317 Durchschlag mit Premium bei 650 Schaden. Normal hat er 256 Durchschlag bei 650. Und HE gibt es natürlich auch noch 90 Durchschlag bei 840 Damage. Er fährt hier in dem Fall mit Zusatzrationen und ist natürlich Top-Tier, klar. 10er und 9er Gefecht, kein 8er hier am Start. Ich habe mir das Replay selber rausgesucht, denn leider gab es zu dem Zeitpunkt des Raussuchens scheinbar noch ein Problem bei der europäischen Seite. Deswegen haben wir hier ein russisches Replay, aber den Panzer wollte ich unbedingt zeigen. Besonders hier seine eingewickelte Kanone und alles drum und dran. Und ich selbst, gebe es ehrlich zu, ich habe auch noch keine Sekunde davon gesehen. Deswegen umso spannender. Klar, hinten liegender Turm, Sidescrapen ist da schon fast Pflicht. Den ersten 668 haben wir da schon gesehen. Ist natürlich für einen Heavy auch eine ordentliche Schelle. Okay, das jetzt kam es 668 und davor, beziehungsweise jetzt zuletzt 662. Also er pendelt sich hier bei den 660er Zahlen ein. Ja, jetzt muss er kurz warten, weil den hat er nicht mehr hinbekommen. Objekt 430U hier sich gegenüberstehend. Aber da kriegt er den nicht so an, wie er ihn gerne anbringen würde. Jetzt wartet er auf den T10 und denkt sich, jo, jetzt habe ich dich, mein Freund. Und nochmal 640. Da ein verhältnismäßiger Low Roll. Auf jeden Fall bounced er mal alles, was ihm da so entgegenkommt. Also das Design ist durchaus kurios. Vielleicht gibt es ja auch schon einige Zuschauer hier, die den schon haben. Also wenn ihr den habt oder darauf spielt, schreibt doch das gerne auch mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr den aktuell so empfindet. 670, also keine dicken High Rolls, keine dicken Low Rolls. Er bleibt sich hier seinem Alpha treu. Gleich hat er hier alles geklärt, aber man sieht schon da drüben, da kommt der Gegner jetzt aktuell daher. Aber er kommt einfach zu schlecht drauf, als dass er da jetzt eine wirkliche Hilfe sein könnte. Will er auf das Objekt gehen, das mich heute übrigens wahnsinnig getrollt hat. Oh, 1117 Munilager, Tschüssikowski-Objekt. Objekt hat mich nämlich deswegen getrollt, weil ich irgendwie mit dem Scorpion geschafft habe, in 5 Aufeinandertreffen in verschiedenen Runden seitlich immer nie durchzukommen. Also die Panzerung seitlich von dem Objekt hat mich heute zur Weißglut gebracht, aber nur so neben Side-Kommentar würde ich es mal nennen. Die Reload-Zeit von dem Panzer übrigens knapp 14 Sekunden hier in dem Fall. Wenn jemand sich fragt, so, yo, yo, ist ja ein schöner Alpha, aber wie lange braucht er denn dafür? Knapp 14 Sekunden. Ist mittlerweile schon bei 5k Damage. Oh, da angezündet. Automatischer Feuerlöscher, sei Dank, hat dem IS-7 das nicht mehr gekostet. Aber er geht rapide auf die 6k Damage zu. Runde mit 5-5 noch äußerst knapp. Also hier ist noch nichts irgendwie entschieden. Das ist jetzt aber Objekt. Und ja, Objekt nimmt er da raus. Natürlich die Munition ein wahres Biest. Trotzdem wird er am Ende der Runde nicht mit Minus nach Hause gehen. Persönliche Reserven sei Dank und aber auch einer geilen Runde. Selbst nur die Runde alleine hätte das Ganze zumindest, sagen wir mal, fast 0 auf 0 rausgehen lassen. Also, in dem Fall kann man nicht mal hier vom Premium-Spam sprechen, in der Form, dass man sagt, er wäre jetzt blank nach Hause gegangen, sondern selbst damit hätte er noch ein paar oder zumindest ein paar XP auf jeden Fall gemacht, aber die Credits hätte es auch nicht, das Konto großartig belastet. Jetzt
sehen wir da drüben der Gegner. Noch ganz schön gut dabei. Jagdpanzer, IS-7, Conway und T-54. Aber der T-54, wollte gerade sagen, für den wird es gleich erledigt haben. Und so ist es auch gekommen. Sein dritter Kill. Und ein schöner dazu. Denn abfrühstücken macht immer wieder Spaß. Conway jetzt da seitlich. Da hat er lang gewartet und hier knappe 700er Schelle. Aber so den Monster High Roll über 700 sollte er gut hinlegen können. Haben wir noch nicht mal gesehen. IS-7 hat ihn jetzt da den Motor rausgenommen. Jetzt konzentriert er sich aber erstmal auf den Conway. Ja. Genug konzentriert. Conway weg. Kann sich jetzt auf den IS-7 konzentrieren. Muss aber aufpassen. Da ist nämlich noch irgendwo der Jagdpanzer R100. Besonders wenn er rückwärts fährt, schaut es wirklich strange aus. Aber gerade durch seinen hinten liegenden Turm einfach mal was ganz anderes wieder im Spiel. Ich mag Panzer sehr gerne, weil World of Tanks die nicht so immer der 35. Tiger sind, sondern einfach mal für sich was Neues. Und auf jeden Fall ist das Objekt 705 da so ein Kandidat. So, jetzt 629er Hit. Gerade Sidescrape mit dem hinten liegenden Turm geht natürlich phänomenal. So, der IS-7 auf der anderen Seite, der stört ihn da jetzt noch nicht so richtig. Jetzt kann er sich erst nochmal dem Jagdpanzer widmen. Sehr gut. Und jetzt hat er den Jagdpanzer im One-Shot-Bereich. Also, selbst wenn er sich jetzt einen fängt, ist es jetzt halb so wild. Aber er geht wieder an die Mauer, geht wieder in Sidescrape. Jetzt schauen wir mal, ob es der Jagdpanzer verkackt oder wenigstens noch einen anbringt. Aber auch hier nochmal den Tausender gebounced und er hat ihn weggemacht. 9400 Damage. Jetzt kommt der IS-7 rum. Hat aber gar kein Auge für ihn. Das ist natürlich ideal. Das heißt, jetzt kann er Maß nehmen und jetzt merkt der IS-7 so, hoppala, wer ist denn da? Und da hat er es auch den nochmal ein 680er. Wie gesagt, den ganz großen Hit hat er noch nicht gemacht. Arti hält jetzt hier rein. Bleibt er da ein bisschen zurück, dass die Arti den rausnehmen kann. Und genau das ist passiert. Geht mit 10.065 Damage hier nach Hause. 5.110 geblockt. Und ich glaube, eine schöne Demonstration, was der Panzer so imstande ist zu leisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, eure Meinung zu dem Tech Tree würde mich mal besonders interessieren und vielleicht auch zum Patch 9.22 im Allgemeinen. Bis demnächst, euer Alcaramba!